Der 23. Bundesligaspieltag. Mein Comeback. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und das Comeback bezieht sich darauf, dass ich mir ganz sicher bin, dass ich diesmal wieder im Plus lande. Ist mir letzte Woche nicht gelungen, aber meinem Lieblingskollegen? Ja, mir schon, aber nur wegen eines Tores eines Mannes, der noch älter ist als ich selbst, in der 90. plus 5. oder 6. Minute, Claudio Pizarro, der für die Bremer hier dieses plus 0,25 in Berlin noch möglich gemacht hat. Deswegen die Hälfte von 0,85 plus die 1,6 von Leipzig gleichen ja die Düsseldorfer Niederlage aus. Also minimaler Gewinn, Schwamm drüber. Alles, was kein Verlust ist, ist ein Gewinn, sagst du immer. Ja, ganz genau. Und das ist ein perfektes Sprichwort. Pizarro ist damit ja der älteste Bundesliga-Torschütze. Und auch wenn es da kurze Stimmen gab, dass es doch nicht das Tor von Claudio ist, hat er mehr als verdient und hat damit einen anderen Bremer abgelöst. Ich glaube, wo Tava war es, aber lass mich doch gerne eines Besseren belehren. Ja, gleich geht es nämlich sogar weiter mit dem ersten Spiel am Freitag und das ist Werder Bremen, die empfangen daheim den VfB Stuttgart. Stuttgart Enttäuschung nach Enttäuschung nach Enttäuschung. Man redet schon vom Endspiel von Weinziel. Sie haben mich in Düsseldorf schwerst im Stich gelassen, denn da habe ich gedacht, dass sie Düsseldorf putzen, auch daheim gegen Leipzig nicht wirklich überzeugen können. Jetzt in Bremen und die sind hoffentlich zu abgewichst. Auch wenn ich nicht mich trauen würde, auf einen Bremen Heimsieg zu gehen, weil die Quote einfach zu schwach ist. Handicap-Sieg ist mir auch zu gefährlich, ehrlich gesagt. Ich tippe auf einen Bremer Sieg, aber ob da auch wirklich viele Tore fallen, will ich auch nicht behaupten. Was denkst du? Ich denke durchaus, die Stuttgarter waren nicht so schlecht gegen Leipzig. Das ist immer in Leipzig. Das ist eine der besten Mannschaften. Und da erwartet man ja nicht, dass die da was reißen und gewinnen. Bremen ist dann eine Kategorie tiefer anzusiedeln. Und du hast ja gesagt, das ist ein Endspiel für die Stuttgarter. Wenn sie da nicht punkten, dann steigen die auch ab. Also dann ist es wirklich alles zu spät. Und ich denke, der Sieg für Bremen ist extrem schlecht von der Quote her. Bremen ist immer mal wieder gut, aber in dem Fall würde ich sogar die Asian Handicap plus 1 auf Stuttgart gehen, weil es kann einfach nicht sein, dass die das nicht schaffen, mal wieder zu punkten. Und gegen nicht gerade so bombenüberzeugende Bremer sollte das doch drin sein. Tore wetten finde ich hier auch eigentlich nicht interessant. Also das unter 2,5 bei einer 2,5er-Quote, ich bin ja einer, der gerne unterwettet. Da muss man aber sagen, hat Bremen 4-0 gegen Augsburg gewonnen. Stuttgart ist jetzt auch nicht so die Defensivmannschaft und bei Bremen kann in dieser Saison viel in beide Richtungen passieren. Ich finde das Plus 1 auf Stuttgart auch interessant, weil das bedeutet ja, dass du das Geld zurückbekommst, wenn Werder mit einem Tor Vorsprung gewinnt. Und ich sehe hier kein Blowout. Ja, und selbst wenn dann Bremen höher gewinnt, dann hat man es ja auch nicht verdient, diese Wette zu gewinnen. Und dann muss man sich eigentlich gar nicht ärgern, weil man dann sagt, ja gut, jetzt hat man hier auf Stuttgart gesetzt, hatte ihnen noch eine Chance gegeben, aber die haben es bitter enttäuscht. Ciao Stuttgart. Aber ich würde, glaube ich, nicht drauf setzen. Aber ich finde das Plus 1 auf Stuttgart interessanter als ein Bremen-Sieg bei der Quote. Ja. In der Hoffnung, dass die Stuttgarter wirklich jetzt mal den Bock umstoßen und Charakter zeigen. Ja. Also, ist es okay, wenn man das hier festhält? 2 Asian Handicap plus 1 oder? Ja, finde ich eine sehr gute Wette. Tatsächlich. Und ich würde sie wahrscheinlich sogar spielen, wenn ich nicht Bremer im Fanherzen wäre. Jetzt die Schalker. Mann, da haben ja alle gedacht, irgendwie irgendwas stimmt bei der Anzeige nicht, als man gesehen hat, dass die 2-1 führen gegen Manchester. Ich habe mir das nicht angeschaut. Ich habe nur dann im Vorfeld gesagt, alles andere als ein hoher Schalke-Sieg wäre eine Überraschung. Und dann führen die tatsächlich 2-1 durch 2 Elfmeter und am Ende, naja, verkacken sie es in bester Tedesco-Manier.
Obwohl man nur gegen 10 Manchester City-Spieler zu Hause gespielt hat und wirklich, ja, du hast aber sogar auf Manchester City gesetzt, als die hinten waren, clevererweise. Ja, genau, da gab es eine 3,1er-Quote, hab auf Man City in der 55. Minute oder so gesetzt. Mir schon gedacht, die gewinnen es hundertprozentig, denn die waren schon auch in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, auch wenn Schalke gut gekämpft hat. Und dann kommt erstmal die rote Karte und dann denkst du dir, was habe ich da für einen Scheiß gewettet? Aber wie du schon gesagt hast, Schalke hat, die helfen immer mit, dass es die Saison einfach nicht gut läuft. Und die sind ja auch zu Recht 14. Jetzt haben die sich, glaube ich, Vollgas gegen Man City reingehängt, haben auch halbwegs gut mithalten können, aber haben jetzt nicht für mich so gespielt, dass man sagen kann, die bringen jetzt die Euphorie mit nach Mainz. Und das musst du auch erstmal schaffen. Die Umstellung von Man City auf Mainz, dann noch Auswärtsspiel, die haben sich gut vorbereiten können. Die Quote auf Schalke ist generell nicht uninteressant, aber die Spieler sind nicht gut genug, um jetzt hier einen Auswärtssieg mitzunehmen. Also ich favorisiere tatsächlich Mainz oder unter 2,5 Tore. Ich glaube, dass wenig Tore fallen. Ja, das unter 2,5 gefällt mir hier auch gut. Aber was mir gerade noch aufgefallen ist, in dem Spiel eine interessante Wettart ist auch, beide treffen nein. Also, dass halt eine Mannschaft nicht trifft. Ich habe da mal ein paar Statistiken untersucht, weil es gibt da eine Facebook-Gruppe namens Halbzeitwetten von Andy Münch. Schöne Grüße, falls du das siehst. Der immer mal wieder interessante Wettstrategien entwickelt und seine neueste ist halt, beide treffen nein. Und ich habe da mal alle Spiele, die es so gab, im Februar durch ein Analyse-Tool geschickt und dabei sind eigentlich ganz interessante Werte rausgekommen. Und lange Rede, kurzer Sinn, in dem Fall glaube ich, die 2,05er-Quote auf beide Treffen nein ist doch eigentlich Zucker, weil wen haben wir denn hier? Die Mainzer und die Schalker, also Mannschaften, die gerne mal nicht treffen. Und wenn dann beide gegeneinander spielen, ist das eigentlich eine Value-Bet. Man sieht die Mainzer 3 Niederlagen in Folge und S04 natürlich jetzt auch nicht viel gerissen. Noch dazu müde von der Champions League, also gefällt mir eigentlich ganz gut die Wette. Ja, bei unserem Glück geht das Spiel dann wahrscheinlich 3-3 aus und alle Tore fallen in der ersten Halbzeit. Ja. Was ist unter 2,5 Tore? Das ist immerhin noch eine 1,9. Okay. Also ich würde beides mal hier in Erwägung ziehen. Also ich glaube, dann sind wir uns einig, Sieg, Unentschieden, beides schwer tippbar. Aber prinzipiell gehe ich eher Richtung Mainz, aber wird auch kein Geld draufsetzen. Sorry. Dann kommt es vielleicht zur Revanche der Bayern gegen Berlin, denn in Berlin haben sie ja 2-0 verloren. Hier muss man sagen, dass Bayern sich sehr, sehr gut verkauft hat gegen Liverpool. Hab das Spiel gesehen. Ich bin auch wie so viele Engländer und auch Deutsche natürlich in erster Linie Jürgen oder Kloppo-Fan halt. Und hoffe deshalb auch, dass Liverpool die Bayern putzt. Aber ich muss zugeben, auch wenn wirklich gute Chancen von Liverpool im Spiel waren, haben mir die Bayern insgesamt sogar besser gefallen. Und das macht mir jetzt Sorge für die Bundesliga. Vielleicht sind die mit dem Kopf weiter. Champions League first. Aber gegen Berlin wird es ein schmutziger Sieg mit einem maximal 2 Toren Vorsprung. Tipp hier auf ein 2-0 von Bayern und Berlin auswärts kann da einfach nichts melden. Da sehen wir auch, die Handicap-Linie ist hier genau bei Bayern minus 2, finde ich ein bisschen zu krass, aber es spiegelt wahrscheinlich genau das Ergebnis wieder, sodass man da nichts gewinnen kann. Die Quote auf Bayern Sieg mit 1,18, unmöglich zu spielen. 17er Quote für Hertha, eigentlich schizophren, wenn man sieht, dass die das Hinspiel ja eigentlich gewonnen haben und auch gar nicht so schlecht in Form sind. Also die Berliner, ich traue denen in München ein Tor zu. Die Bayern-Abwehr ist gegen Liverpool, ist sie gestanden, aber auch nur, weil sie vor Liverpool Heidenangst haben. Vor Hertha haben sie natürlich keine Angst, deswegen werden Bruder Leichtfuß, Hummels, Süle, Boateng, wer immer von denen spielt, immer für einen Fehler gut sein. Und deswegen können die Berliner hier ein Tor schießen. Leider Gottes gibt es hier auch wieder eine extrem schlechte Over 2,5-Quote mit 1,36. Berlin plus 2, dass sie nur mit 2 Toren Unterschied verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Berliner höher verlieren. Deswegen hier Hertha, Asian Handicap plus 2 mit einer Quote von 1,99. Absolut Zucker, weil die Bayern aus der Champions League
zurück sind und vielleicht eher kontrollierten Fußball spielen und vielleicht auch noch müde sind und die Berliner nicht so verkehrt sind. Ja. Würde mich freuen, aber ich glaube halt, wie du gerade gesagt hast, dass es mit 2 Punkten Vorsprung ausgehen wird. Hier Gladbach gegen Wolfsburg. Gut, gegen Frankfurt unentschieden ist schon gut, war auch ein faires Unentschieden, hätten beide Mannschaften gewinnen können, habe ich die letzte halbe Stunde zumindest angeschaut. Davor daheim gegen Berlin nicht geglänzt, die beste Serie eigentlich gehabt von Heimspielsiegen oder Punkten zumindest, haben die Berliner zerstört. Jetzt kommt Wolfsburg. Einiges auswärts gerissen, der schöne Bruno wird auch hier seine Mannschaft wahrscheinlich ganz gut einstellen können. Tut mir hier schwer. Gladbach eine 1 nach 2 Spielen ohne Sieg möglich. Viele Tore, schwierig bei dem Spiel. No bet für mich. Ich weiß nicht, ob du da was hast. Ja, ich finde, das Value liegt klar bei Wolfsburg, weil die Gladbacher eben die letzten 2 Spiele geschwächelt haben und dafür eine 1,8 als Heimsieg zu niedrig ist. Man sieht auch dem Pfeil nach oben, dass die Quote schon gestiegen ist. Das heißt, die wird noch weiter steigen. Hier die X2 auf Wolfsburg finde ich extrem gut mit einer Quote von 2,05. Ich bin kein Fan von dieser Double Chance, aber in dem Fall kann man es mal machen. Und Asian Handicap auf Wolfsburg mit 0,5. Das heißt, dass die Wette auch bei Unentschieden gewonnen ist, wovon ich ausgehe, dass das Spiel unentschieden endet. Dann hat man eine 2,06er-Quote. Wie viele Tore da fallen? Auch über 2,5, würde ich sagen. Dann hat man eine Quote von 1,8 in dem Spiel. Also einige doch ganz interessante Sachen. Freiburg gegen Augsburg. Die Augsburger wollen anscheinend nicht mehr in dieser ersten Liga spielen oder sie wollen nicht mehr unter dem Trainer Manuel Baum trainieren. Der 3-0-Sieg gegen Mainz ist auch schon wieder ein bisschen her. Dann gab es ein 0-4 in Bremen. Und ja gut, das 2-3 gegen Bayern war schon auch irgendwie ein bisschen kurios. Wenn Bayern sich da nicht nach 10 Sekunden selbst ein Tor reinlegt, wird das wahrscheinlich auch ein Schlachtfest. Und die hatten ja im Kopf schon Liverpool. Die Freiburger hingegen mit 3 Unentschieden in Folge und vor allem einigen nicht gewonnenen Spielen. Kommt da mit Augsburg eine Mannschaft, die sie mal wieder schlagen können? Oder wird es das 4. Unentschieden in Folge? Ich glaube fast eher das. Wir reden ja schon so ein bisschen davon, dass Augsburg irgendwie Absteiger wäre. Die sind aber tatsächlich 15. Muss man sich mal vorstellen. Und normalerweise, oder es gibt doch die Regel, 40 Punkte und du hältst auf jeden Fall die Liga. Die hinteren Teams sind dieses Jahr so punkteschwach, dass man, glaube ich, viel weniger braucht. Ich denke mir, wenn Freiburg jetzt das gewinnen würde, dann haben die so viel Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Das wäre total untypisch, wenn die nicht in den letzten 1, 2, 3 Spieltagen noch hinten drin sind. Deshalb glaube ich, dass wir hier einen Rückschlag für Freiburg erleben werden und einen Sieg von Augsburg. Da bin ich sogar relativ von überzeugt. Denn jetzt, wenn ich mal ausklammer, das Spiel in Bremen, waren die in den letzten Wochen wirklich auf dem aufsteigenden Weg und den werden sie jetzt weiter erfolgreich fortführen. Ja, du hast ja auch schon intern angekündigt, dass du mit einer großen Quote an diesem Spieltag für Furore sorgen wirst. Ich habe da, glaube ich, jetzt rausgehört, um welche es sich da handelt, wenn man die Augsburger 3,0er-Quote ansieht. Hast du das auf jeden Fall dir schon mal schön zurechtgelegt? Da will ich jetzt auch gar nicht widersprechen, weil ich es den Augsburgern gönnen würde. Und wenn sie jetzt Freiburg nicht schlagen, wen denn dann? Die sind zurzeit halt schon eigentlich einen Gegner, den sie besiegen müssen, dann klar, Tabellennachbar. Und was die Tore betrifft, da kann zu viel passieren. Das stimmt. Aber diese Line von plus 0,25 auf Augsburg, da können wir uns, glaube ich, jetzt drauf einigen.
Topspiel an einem Samstagabend zwischen zwei Aufsteigern Düsseldorf und Nürnberg. Der Fußballlaie wird sagen, das ist doch kein Topspiel. Aber ich sage, das sind zwei Mannschaften, die gegen Borussia Dortmund in jüngster Vergangenheit gegen den Tabellenführer gepunktet haben. Und von daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es sich hierbei um zwei der besten Mannschaften vielleicht handelt. Wenn man so denkt, dass man gegen den Tabellenführer gewinnt, dann ist man ja Tabellenführer-Besieger oder Tabellenführer, nicht Verlierer. Also, aber wer ist denn die bessere Mannschaft von den beiden? Offensichtlich Düsseldorf, denn da stimmt einfach die ganze Saison, muss man schon sagen. Das Teamgefüge, Trainer, Team läuft, haben auch den ein oder anderen vielversprechenden Spieler, der, glaube ich, auch nächste Saison ein anderes Trikot anziehen wird. Vor allem, wenn Düsseldorf absteigen würde, was ich nicht glaube tatsächlich. Bei Nürnberg sehe ich das anders. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viele interessante Leute, die dann in der ersten Bundesliga bleiben. Ich glaube, dass Nürnberg hier sehr defensiv rangehen wird. Von daher sehe ich hier unter 2,5 Tore. Ich kann mir vorstellen, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, beide treffen nein und favorisiere aber leicht Düsseldorf. Finde aber die Quote zu schwach, um auf Düsseldorf zu setzen, denn 1,8. Ja, das würde ja schon heißen, das ist ungefähr so wie die Quote auf Gladbach-Sieg oder auf, ja, was weiß ich. Es ist schon interessant, die Düsseldorfer Ergebnisse zu Hause vor allem, sollte man hier mal ins Auge fassen, da sind die stark. Die haben gegen Stuttgart 3-0 gewonnen, das ist ja ungefähr gleiche Liga wie Nürnberg. Und gegen Dortmund zu Hause, okay, das war schon letztes Jahr, das war schon eine Sensation, aber auch Freiburg besiegt. Also in diesen entscheidenden Spielen ist Düsseldorf schon einfach da. Da stimmt es bei der Moral bei den Düsseldorfern. Deswegen denke ich hier, natürlich sind sie hier auch ein bisschen weit zurecht Favorit. Auf einen Sieg zu tippen, liegt mir allerdings auch ein bisschen fern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass hier beide treffen, weil es ja wirklich für beide um alles geht wahrscheinlich. Und ja, widerspricht halt deiner These, dass halt hier jemand Beton anrührt. Aber die können sich ja nicht in die zweite Liga mauern oder so. Da muss ja was passieren. Schwierig. Also vor allem Nürnberg muss halt angreifen ohne Ende. Also die haben keine andere Wahl. Und dann Nürnberg fangen die sich halt auch vielleicht ein paar. Also denke ich schon, dass hier eher über 2,5 fallen. Ja, es ist eine interessante Idee von dir. Aus Nürnberger Sicht würde ich eher sagen, bevor die Fortuna mir auf, ja gut, wir haben 12 Punkte Vorsprung. Ja, du hast schon recht. Ich ruder zurück auf No Bet für mich. Ja, dann genießen wir einfach dieses Spiel am Samstagabend. Und muss ja nicht immer auf alles wetten. Hannover, Frankfurt dann am Sonntag. Kann man das auch genießen? Die Hannoveraner sind ja auch im Tabellenkeller und auch schon beim Job, sagt man, innerlich gekündigt. Und die haben innerlich vielleicht schon mit der Liga auch abgeschlossen. Weil, ja. Ja, was würdest du bei dem Spiel tippen? Ich habe so oft schon gedacht, dass Hannover jetzt endlich die Wende schafft und sie haben es nie geschafft. Und langsam überlege ich bei mir innen drin, ob vielleicht ist das Team einfach nicht gut genug. Und jetzt kommt Frankfurt, die haben jetzt sogar Schachtja Donetsk einfach mal Ach so, ja, aber ich wollte sexuelle Begriffe ja, sagen. Ja, das sollte man noch weniger. Aber gut. Ja, was willst du da tippen? Ich sag, ein torreiches Spiel, bei dem es 2-2 oder 3-2 für Frankfurt ausgeht. Und genau dann geht es meistens immer 0-0 aus. War mein Tipp schon. Ja, auch allgemein, wenn man denkt, die Frankfurter, jetzt haben sie 4-1 gewonnen, die schießen immer viele Tore und dann streuen die dann sowas ein wie gegen Leipzig, wo sie 0-0 spielen, wo sie dann auch alle verarscht haben. Aber von daher gegen Hannover, alles andere als ein Frankfurt-Sieg wäre natürlich eine mega Überraschung, aber andererseits werden die noch so geflasht sein von ihrem Donetsk-Auftritt, dass die vielleicht einfach vor lauter Eiern gar nicht über den Platz gehen können und ich weiß es nicht. Es ist auch einfach ein No-Bet-Spiel der internationalen Auftritte geschuldet. Dortmund-Leverkusen am Sonntag. Was ist denn mit dem BVB los? Da denkst du, die marschieren in unglaublicher souveräner Art und Weise zum Titel
Und jetzt, ja, haben sie schon ein paar Spiele nicht mehr gewonnen und die Bayern sind wieder da. Jetzt fragst du dich eher, wie sind die so weit gekommen oder wie sind die Erste? Und warum sind die auf einmal so ein Chancentod oder also brauchen ja, zu viele hochkarätige Chancen, überhaupt ein Tor zu schießen? Jetzt gegen Tottenham keins gemacht, gegen Nürnberg. Bei mehreren Spielen in der zweiten Halbzeit einfach mal komplett den Faden verloren. Und Leverkusen, Bosch, gut, der war jetzt Trainer von Dortmund. Klar, der wird sich freuen, wenn er gewinnt. Aber 4 Siege in Folge, gar nicht so schlecht jetzt bei Leverkusen. Beste Rückrundenmannschaft. Und ich mache mir große Sorgen, dass Bayern jetzt noch näher kommt. Wirklich große Sorgen um den BVB. Ja, mein zweiter Platz ist auch nicht so schlecht. Aber kein Tipp. Ja, Leverkusen Value, muss ich sagen, wie du gesagt hast, die sind gut unter Bosch und der Bosch kann die noch ein bisschen oben halten und gerade in Dortmund, wo er ja dann nach so einem guten Start so eingebrochen ist und vom Hof gejagt wurde, wird er es ihm zeigen wollen und von daher glaube ich nicht, dass Dortmund das Spiel gewinnt. Leverkusen-Sieg ist mir auch zu krass, aber hier ein Asian Handicap auf Leverkusen mit plus 0,5. Das heißt, man gewinnt die Wette auch bei einem Unentschieden, finde ich hier absolut vertretbar bei einer Quote von 2,0. Ich finde die Wette auf Unentschieden absurd hoch. Nur reines Unentschieden? Ja, habe ich das gerade richtig gesehen? Eine 4,2. Ja, genau. Also das ist schon, das vielleicht rauspicken. Das ist also unentschieden unwahrscheinlicher als einen Leverkusen-Sieg. Keine Ahnung, kann mir nicht vorstellen. Dann haben wir noch als Abschlussspiel Montagsklassiker, der Plastico zwischen Leipzig und Hoffenheim. Jetzt haben wir hier ein Spiel, Leipzig gegen Hoffenheim, hört sich auch wieder nach vielen Toren an. Gibt dementsprechend auch nicht wirklich eine gute Quote, nur 1,44 für 3 Tore oder mehr. Das ist schon zu wenig. Leipzig, Hoffenheim. Also Leipzig spielt die bessere Serie, er hat auch in den letzten Wochen mehr geglänzt und eigentlich auch die Teams weggenutzt, die sie wegnussen müssen. Hoffenheim hat ein paar Ausrutscher drin, wird den Ansprüchen von Nagelsmann nicht ganz gerecht. Der Junge wird ja nächste Saison sogar Leipzig übernehmen und kriegt jetzt aber schon mal präventiv auf den Sack von seinem neuen Team. Also ich sage, Leipzig gewinnt. Ich denke aber, hier in dem Spiel läuft es einfach klassischerweise auch auf einen Unentschieden hinaus. Wenn man jetzt hergeht und sagt, Leverkusen gegen Dortmund unentschieden, Leipzig gegen Hoffenheim unentschieden, beide haben eine 4,2er Unentschiedenquote, also da wird doch eine dabei sein, die man treffen könnte. Und wenn man dann noch sagt, auch die anderen Spiele, zum Beispiel Düsseldorf-Nürnberg oder Freiburg-Augsburg, das sind ja auch, oder Gladbach-Wolfsburg, das sind ja alle Spiele, wo du sagen kannst, da ist ein Unentschieden schon mal im Bereich des Möglichen. Und dann, wenn du so eine System-Unentschieden-Kombi machst, dann kannst du unmöglich verlieren, sage ich jetzt mal. Das werde ich an dem Spieltag wieder mal machen. Ich auch. Du hast mich überzeugt. Das musst du ja machen. 3 Tipps habe ich. Ich gehe diesmal auf etwas größere Quoten, denn damit kommt das Comeback im Quotengewinn-Dschungel vielleicht auch wirklich nach diesem Video. Mein Lieblingstipp ist ein Sieg von Augsburg. Da nehme ich doch die 3,3er-Quote mit. Das Risiko ist es mir wert. Der zweite Tipp wird auch mit einer 2,75 vergoldet. Das wäre, wenn Frankfurt gegen Hannover 4 Tore oder mehr fallen. Und mein dritter Tipp geht mit einer Quote von 2,1 einher. Da sage ich einfach, Mainz und Schalke, zur Halbzeit steht es unentschieden. Haben wir immer mal gerne wieder oft genommen, die Halbzeit-Xe. Ich habe mich ein bisschen anders entschieden. Ich habe ein Asian Handicap mit plus 0,5 auf die Auswärtsmannschaft vom VfL Wolfsburg in Gladbach. Dann habe ich Düsseldorf-Nürnberg mehr als 0,25 Tore, weil die einfach spielen müssen. Außerdem ist es ein Samstagabend-Topspiel. Da sind die natürlich ein bisschen an der Ehre gepackt, wenn mal wirklich viele Leute zuschauen sollten. Und die Quote mit 1,9 ganz gut. Und Mainz gegen Schalke. Ich kann mir schon vorstellen, dass da eine Mannschaft von beiden 0 Tore hat nach dem Spiel und von daher beide treffen. No ist eine gute Wette. Und ich werde dann unabhängig von unseren Picks hier noch diese
4 Unentschieden in der Systemwette spielen. Und zwar zwischen Leipzig-Hoffenheim, Dortmund-Leverkusen, Düsseldorf-Nürnberg und Freiburg-Gladbach-Wolfsburg. Cool. Ja, dann viel Erfolg euch da draußen. Postet eure Top-Tipps unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET.